19 Leute, das ganze Let's Play. Rise of the Tomb Raider! Oha, jetzt geht wieder die lustige Schlittenfahrt los. Yay! Ich weiß immer noch nicht, wie ich mich abrolle und da ist so ein cooles Dingsy. Hier, warte. Gib mir XP! Sprung mir XP! Das scheiß Kaninchen, ey. Das wäre auch XP gewesen. Und fucking fail! Komm ich nicht durch? Ich muss öfters was mit meinem Bogen. Schießen muss ich. Ganz ruhig, Häschen. Nice. In den Arsch geschossen. Verdammte Kacksau! Kann ich jetzt. Ich hab den Vogel getötet. Halt doch mal still! Oh, dieses Kackkaninchen, ne? RT? Wo ist denn mein RT? Oh, perfekt. Gibt der Vogel irgendwas her? Naja. Bisschen Federn. Okay, der ist kaputt. Ich kann nichts für ihn tun. Nee. Der erste Tag in Sibirien und es passiert. 2 Jahre in Afghanistan, 1 in Indonesien und nichts. Aber ein Tag hier im Eis und zack, ich erledige einen. Die Augen des Mannes wurden glasig und er flehte mich um etwas an. Kein Russe, ach, keine Ahnung. Ich blieb bei ihm und sah zu. Erst war er noch da, dann nichts mehr. Nur noch Fleisch. Ich habe in den Schnee gekotzt. Der war ganz rot von Blut. Jetzt ist er nur noch Fleisch. Und ich lebe. Konstantin sagt immer, dass wir aus einem besonderen Grund hier sind und Gottes Werk tun. Allmählich erkenne ich das. Ist es denn wirklich Gottes Werk, wenn Tod einhergeht? Konstantin ist vom Gefängnis hierher unterwegs. Wir müssen alles in Ordnung bringen, bevor er ankommt. Who the fuck ist Konstantin? Hey, hört mich jemand? Nein. Wir müssen den Funk wieder in Gang kriegen. Komm hier. Hide and seek. Komm her. Komm her! Busch! Sobald ich den Busch wechsle, wird er doch 100 pro... Er raucht gerade. Nicht umdrehen. Achso, mit Objekten ablenken. Aber ich kann auch mal meinen Bogen nehmen und ihm das Genick brechen. Also das ist... Keine Ahnung, wie die einen davon lebend kriegen konnten. Wer zur Hölle sind diese Leute? Laut Erstaufklärung sollte ein altes Dorf in den Bergen sein. Haben dort bloß Bauern erwartet. Wir dachten, sie würden sich kampflos ergeben. Bauern? Arsch. Das sind ausgebildete Guerillakämpfer. Ups. Vielleicht ein gutes Zeichen. Wenn die was schützen, das in dem Berg versteckt ist, dann sind wir genau richtig. Also, weißt du, wonach wir hier suchen? Moment mal, das sehe ich mir an. Ja. Das sieh dir doch mal an. Das muss ich natürlich aufpassen, das ist das andere Mongole. Der bewegt sich natürlich nicht. Kann ich da die Büschung hoch? Mein Mann, man hört es ja auch knistern und knacken hier, aber das kriegen die nicht mit, ne? So, gehst jetzt wieder in den Plaudermodus. Guck jetzt direkt in meine Richtung. Habe ich das also verkackt mit Antworten? Nichts. Warte. Der erste Fall war wie immer eine fucking Vorwarnung, ne? Das muss man ja so machen. Oh. Komm hier hin. Hier
ist ein Toter. Nicht in den Busch gucken und nicht in den Busch schießen. Aber du darfst gerne näher zum Busch kommen. Ja, ja, ja. Achtet aufs Gebüsch. Achtet aufs Gebüsch. Was macht er? Er geht ins Gebüsch. Dann. Lautloser Kill. Warum kann ich die scheiß Waffen von denen nicht mitnehmen? Die haben ordentlich Munis und was weiß ich. Warten, da ist gerade niemand, ne? Kann ich schön auseinandernehmen. Kann ich den auch noch auseinandernehmen? Also flattern. Achso, das war der Typ mit der Axt anscheinend. Aha. Halt. Cool. Ich höre Wölfe, das ist nicht ganz so geil. Das ist ein bisschen beunruhigend. Ja, ist nur ein Fläschchen. Aber das sind halt reine Wurfwaffen, ne? Das bringt mir gerade gar nichts. Also nicht so viel. Kann ich den Baum noch mal eben malträtieren? Oh oh. Fuck. Wo hätte ich jetzt Feuerpfeil und werdet alles Öl, ne? Ach, scheiß drauf. Kriechen! Boah, sind die mich jetzt, wenn ich da hochgehe? Okay. Das war Konstantins Hubschrauber. Was zur Hölle will der hier unten? Ja, yeah, aber guck du dir erstmal die Leiche an. Oh oh. Ich seh mal nach. Ja. Nur nicht nach oben gucken, ne? Nichts. Genau da. Oh, das ist schlecht. Hab ich jetzt getötet? Hab ich jetzt alle getötet? Geil. Hoppla. Wie, ich bin voll? Kann ich da normale Munition machen? Oh, ja. Oh! Cool! Und wo krieg ich die her? Die scheiß Seilpfeile. Und warum habe ich die nicht mehr? Im ersten Teil hat sie sich die mühsam erarbeitet. Scheiße! Oder krieg ich die jetzt, wenn ich hier gleich reingehe und alles kaputt mache? Ist das Lenin? Gorbatschow wird es ja nicht sein, ne? Ah, let me guess, ich muss da rein, krieg die Kackpfeile und dann darf ich neue Wege gehen. Yay. Das macht Hoffnung. Nein, das wollte ich gerade nicht. Tasten, Alter, hab ich hier nicht drauf. Da ist ein Computer! Oh oh, oh oh! Wie hat mich der Spasti gesehen? Ups! Augenschuss! Kopftreffer! Halt! Dann da Beeren. Und da ist noch eine Truhe, ne? So, das ist wichtig. Den Dora the Explorer. Nur so ein bisschen hübscher. Ein bisschen gefährlicher. Ein bisschen aber nur.
Müssen ja nicht auch Pilze sein. Weil modriges Gedöns und so. Ich kann damit nichts machen. Was für eine Mutter. Das ist ein brandneuer Computer. Ich kriege super viele Informationen raus. Ich könnte vielleicht sogar hacken, aber ich kann damit nichts machen. Nicht mal zerstören. Hallo, hab ich mich gesehen? Oder wie kommst du darauf? Lass mich bitte erstmal hier alles einsammeln. Vielleicht auch zwei sammeln. Und anhören hören, das ist wichtig. Ich weiß, ich habe schon zweifelhafte Jobs gemacht. Und ich weiß, dass du das nicht gut findest. Aber diesen Vertrag konnte ich nicht ablehnen. Ich will schon seit Jahren für Trinity arbeiten. Sie sind diskret, die Bezahlung ist Wahnsinn. Sie haben immer irgendwas. Und jetzt bin ich hier und will wieder weg. Wir sind in einer verlassenen Sowjetanlage mitten im Nichts. Niemand sagt uns unwichtigen Externen, was los ist. Aber ich glaube, wir verhelfen ein paar echt miesen Typen zu einer Atombombe oder etwas ähnlich Furchtbarem. Und das wäre noch der beste Fall. Melde dich, wenn du das liest. Ich habe uns einen sicheren Kanal im Netzwerk verschafft. Bei einer solchen Operation bräuchten sie bessere Sicherheitsmaßnahmen, aber dafür haben sie wohl mich engagiert. Tja. Was soll ich dazu sagen? Hättest den Job mal nicht angenommen, mein Freund. Da lief doch eben einer. Scheiße, da in der Ecke ist der. Kann ich jetzt nicht werfen? Oh. Der war ja sinnvoll. Tja, da hat der nicht so viel gebracht, war. Schieß den einfach kaputt. Dann halt mir vom Nahen, meine Güte, wenn ich halt nicht treffen kann. So. Autsch! Hat er jetzt überlebt? Kann ich auch. Der tut weh, ne? Boah, kann ich die Pfeile aus dir rausziehen? Das wäre jetzt richtig nass, aber ich habe den Fähigkeitspunkt nicht, ne? Hm. Scheiße. Geil, Sowjet-Truhe. Ich hätte jetzt gerne diese komischen Kackpfeile, die ich brauche, um weiterzukommen. Oder kriege ich die erst wieder, wenn ich richtig schön krass im Pudding gelaufen bin? Wahrscheinlich, ne? Oha, das weckt Erinnerung, aber keine guten. Oh, oh! Schaffst du, mein Mädchen. Klettern. Hä? Kannst du da nicht springen? Ach so, das Spiel möchte natürlich, dass ich daran springe. Ich hätte ja gedacht, man hätte jetzt auch da... Egal. Egal. Ups, jetzt ist da was reingefallen. Ja. Und Karamba! Okay, hier ist keiner. Oh, mit LT kann ich zielen und dann. Ah. Oh, das ist praktisch. Let me guess, das muss ich bestimmt da reinschmeißen und dann irgendwas krasses treffen. Oh oh. Wow. Ich bin begeistert. Na, natürlich treffe ich die Schatzkappen wieder nicht. Okay, die Ratten sind süß, die will ich eigentlich gar nicht treffen. Da ist die Ratte! Das ist Essen. Für die Ratte. Nimm sie. Hattest du nicht eine Knarre? Ist da nicht noch mehr zu holen? Stehen die jetzt vor der scheiß Scheibe?
Leck mich, Timer. Komm her. Oh, oh. Nachladen. So, ein bisschen Zelda. Weg damit. Okay, alles klar. Ich würde mal sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Wave.